Willkommen zurück in der Basis, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Schauen wir nochmal kurz durch. Die Forschung forscht. Bauen kann, will ich nichts, weil das wird alles gerade noch fertiggestellt. Aber ich könnte jetzt, wo ich ja Geld habe, noch weitere Satellitenkontrollzentren bauen, oder? Ach nee, da habe ich wieder zu wenig Energie. Warum? Weil kein Kraftwerk gebaut wird. Warum nicht? Bauen wir noch ein Kraftwerk. So, dann wird das Kraftwerk auch gebaut. Dann heben wir da schon mal aus. Da kann ich bauen. Ja gut, ein Kontrollzentrum konnte ich jetzt nicht bauen, weil keine Energie... was? Offizierschule? Ach so, ja klar. Psylabor, Gießerei, Vorspulen. Genau. Aha. Gießerei online. Gießerei. Bau abgeschlossen. Neues Bauprojekt. Die Gießerei. Entwickeln neue Gegenstände oder verbessere schon existierende. Zum ersten Mal in der Gießerei? Nicht gerade sehr hübsch. Aber für einige der interessanteren Projekte werden unsere Anpassungen hier unten sehr nützlich sein. An der Stelle sage ich jetzt mal einmal laut LOL. Die experimentale Kriegsführung hätte ich direkt am Anfang erforschen können. Womit ich dann direkt am Anfang die Gießerei gehabt hätte. Womit ich am Anfang direkt hier, all so schöne Sachen hätten machen können. Und... keiner, und damit meine ich jetzt auch euch, liebe Zuschauer, liebe Abonnenten, hat gesagt, dass ich hier total beschissen spiele und die experimentale Kriegsführung und die Gießerei nicht erforsche. Verdammt. Ja, Tipp für alle Neuanfänger, erforscht die experimentale Kriegsführung als erstes, damit ihr die Gießerei bauen könnt und hier lustige Klamotten erforschen könnt. Ja... das sieht ja alles echt interessant aus. Okay, irgendeine Waffenplattform, die wahrscheinlich ein Mech ist. Alien-Granaten. Medikits. Laser. Drohnenabfang. Was ist das denn? Munition sparen. Und mehr Pistolen. Ja, lol. Tarnsatelliten. Scope-Upgrades. Ich gehe am Stock. Ja, ich möchte bitte... was macht das denn? Strahlwaffen... Dauer um 40... Wie lange dauert das denn? Steht jetzt nichts, ne? 15 Waffenfragmente, 10 Ingenieure. Was ist, wenn ich das baue? Ingenieure, 10. 4 Tage. Ja, zurück. Was macht denn das Medikit? Ja, ich glaube, ich mache erstmal eine auf Defensive, weil die 4, die das Standard-Medikit halt, reichen ja schon lange nicht mehr aus. Dann nehme ich jetzt hier lieber mal das hier. Boah, Dauer 14 Tage. Nee, komm, dann mache ich mal einmal. Mach ich als zweites. Weil ich hier das einmal fixed Scope mache. Das geht ja mit 4 Tagen richtig schnell. Noch was machen? Ich kann sogar mehrere Sachen gleichzeitig machen. Wie geil ist das denn hier bitte? Alien-Granaten, da, verbessertes Medikit. Ja komm, das will ich ja sowieso haben. Ja, Mensch. Ich sage den Teams in der Gießerei Bescheid. Sie können den Fortschritt in der Projektwarteschlange von der Technikabteilung aus verfolgen. Ich bin begeistert. Noch mehr Geld ausgeben. 7 Tage, 70. Boah. Ja komm, so ein Ding will ich haben. So, schon wieder kein Geld. Die Gießerei ist bereit. Ich sage Bescheid, sobald die Produktion beendet ist. Gucken wir mal, ob wir hier noch so ein paar...
nutzlose Sachen verkaufen können. Nein, nichts erbeutet. Schade. Na gut, dann machen wir mal hier Vorschul-Action. Aha. Psionisches Labor online. Ja, ich habe es ja in der ersten oder zweiten Folge erwähnt. Psi-Fähigkeiten. Jetzt kommen wir der Sache nämlich näher, dass wir es auch bald einsetzen können. Finde ich Knorke. So. Wo muss ich jetzt? Ah, das Psi-Labor besuchen. Wir können nun unsere Soldaten zum Testen in das Psi-Labor schicken. Wenn wir den Bericht haben, informiere ich sie über die Ergebnisse. Unsere Forschungen lassen vermuten, dass es eine Verbindung zwischen der Willenskraft eines Kandidaten und seinem psionischen Potenzial gibt. Wir hoffen, einer unserer Soldaten erfüllt die Voraussetzungen. Status 10 Tage. Ja, nehmen wir den einfach mal. Also quasi die zweite Garde. Wen haben wir denn hier? Ein Schwer. Dann nehmen wir hier den. Wen nehmen wir denn jetzt noch? Ja, komm, nehmen wir hier den noch. Die anderen sind ja alle gerade beschäftigt. Ja. So, Ehrenmal. Ah ja, da war ja nur Rekrutchenchen, der beim Auto bei der Autoexplosion gestorben ist. Oh Mann. Vorspulen. Neues Jagdflugzeug. Forschungsprojekt abgeschlossen. Firestorm zur Herstellung verfügbar. Bla bla bla. Was kann es? Der Firestorm ist unser fortschrittliches Raum- und Kampfflugzeug mit vielen Verbesserungen basierend auf der Analyse außerirdischer Raumschiffe. Waffen, Energieversorgung und Navigationssysteme sind direkt von Alien-Modellen abgeleitet. Benutze... Blablabla. Was machen wir denn jetzt? EMP-Kanone. What the hell? Ja, hier den Lebenden bitte einmal. Danke. Genau, einfach mal Dubstep-Musik per Kopfhörer auf die Ohren legen und dann wird das Vieh schon gesprächig werden. Ich frage mich gerade, was ist denn eigentlich jetzt hier meine Story-Mission? Baue... Oh, scheiße, ich habe so viel Geld ausgegeben. Ich muss dieses Gebäude noch bauen oder baut das noch schon? Ich habe es vergessen. Hyperwellen. Moped muss ich bauen? Oh, scheiße, zu wenig Geld, wenn eine Allergie da ist. Naja. Ich hoffe mal, irgendwann gibt es wieder Geld. Was war jetzt? Ach, ich wollte gucken, wie teuer das Flugzeug ist. Na. So. Das Flugzeug kostet eine ganze Menge. Boah, so viel Geld habe ich leider jetzt gerade mal nicht auf Kante. Also vorspulen. Scope Upgrade ist abgeschlossen. Neue Projekte. Brauche ich ja nicht. Baue, kaufe Gegenstände. Muss ich... verdammt. Muss ich das jetzt nochmal bauen? Oder sind die jetzt alle upgraded? Lasergewehr, Streuleder, Laserpräzision, Plasmapistole. Hallo? Firestorm, Satellit, wo ist denn das jetzt? Nanoscope. Puls, Medi, Plasma, Präzisionsgewehr.
Schwerer Laser, Streulaser, Lasergewehr, Pistole. Alles Mögliche, aber kein verbessertes Scope. Wo finde ich denn das? Das ist ja noch das alte, ne? Da. Das Portal hat Scope könnte so, das ist die Empfindlichkeit, das würde wahrscheinlich signifikant erhöhen. Ja, okay. Machen. Muss ich beim Einbauen mal gucken, ob sich da jetzt was geändert hat. Spule ich mal weiter vor. Aha. Schauplatz anzeigen. Commander, wir haben verschiedene Entführungsfälle auf dem Hologlobe. Ich habe die Koordinaten gespeichert. Mexiko, schwer, keine Panik. Schwer, Ingenieure, keine Panik. Kohle, schwer, keine Panik. Ich nehme die Kohle. So. Du bist gut ausgerüstet. Du bist... So, aber hier gucke ich jetzt mal. Bewaffnet. Zielsicherheit. Scope. Aber da steht jetzt nicht mit Crit, dass das irgendwas macht, ne? Das finde ich jetzt aber blöd gemacht. Du bist auch ausgestattet. Du bist auch ausgestattet. Du kriegst die Waffe, die ich vorhin vergessen habe. Da habe ich nämlich ja noch einen schweren Laser für dich. Bam. Ne? Und ein Rekrut. Ja, Mensch. Du kriegst die Schalenrüstung und... Du triffst ja sowieso wie der letzte Bauer. Kriegst auch noch einen Scope. Ja, dann reiten wir los. Strike One, bereit machen zur Landung. Jo, landen. Dieser Einsatz führt uns nach Russland. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen da runter und alle Feinde ausschalten. Ja, Operation Sterbender Held. Erkunden Sie einen Führungsschauplatz, identifizieren Sie die Gegner und vernichten Sie alle Aliens. Machen wir. Hier spricht Big Sky. Strike Team hat das Einsatzgebiet erreicht. Erbitten Einsatzfreigabe. Angekommen, Big Sky. Strike One hat Erlaubnis zum Angriff. Ja, wie immer F10 für Speichern.